In diesem Video geht es um die E-Mail-Zuordnung zu einem Kontakt. Wie das Ganze funktioniert, wie du es manuell hinzufügen kannst, warum es manchmal vielleicht nicht funktioniert oder ähnliches, all das in diesem Video. Und zwar ist es so, wir rufen ständig deine E-Mails ab und bei jeder E-Mail versuchen wir herauszufinden, können wir diese E-Mail einem Kontakt zuordnen oder nicht. Das machen wir natürlich anhand der E-Mail-Adresse. Das heißt, wenn eine neue E-Mail reinkommt und diese E-Mail-Adresse juliagartner1992@gmx.at als Kontakt hinterlegt ist, also wenn diese E-Mail-Adresse bei einem Kontakt hinterlegt ist, dann fügen wir diese E-Mail dieser Person zu, wie du hier gerade siehst. Wenn eine E-Mail zugeordnet ist, dann siehst du es anhand dieses Symbols, dass sie eben zugeordnet wurde, und wenn du die E-Mail öffnest, kannst du auch direkt zum Kontakt hüpfen, springen. Das Ganze geschieht völlig automatisch und passiert alle 2-3 Minuten. Da prüfen wir ständig, gibt es neue E-Mails und können diese E-Mails irgendwann zugeordnet werden. Wenn du jetzt neue Anfragen bekommst oder neue E-Mails bekommst, die zum Beispiel jetzt nicht einem Kontakt zugeordnet sind, dann kann das mehrere Gründe haben. Punkt 1 ist, diese E-Mail-Adresse ist bei keinem Kontakt hinterlegt. Ja, dann können wir das natürlich nicht zuweisen. Wenn du sagst, hey, die gehört aber einem Kontakt, ja, die gehört zur Sandra Gehmeier, die hat halt eine zweite E-Mail-Adresse, aber die gehört dazu, dann kannst du das über diese 3 Punkte Kontakt zuordnen auswählen und dann kannst du hier eben die Sandra Gehmeier auswählen und speichern, dann wird diese E-Mail der Sandra Gehmeier zugewiesen. Achtung, es wird nur diese eine E-Mail von dieser einen E-Mail-Adresse zugeordnet. Wenn die Sandra Gehmeier mit der gleichen E-Mail-Adresse in 1-2 Wochen erneut schreibt, dann wird diese neue E-Mail nicht zugeordnet. Weil der Office Butler nicht weiß, war das ein einmaliges Erlebnis, also gehört diese E-Mail nur einmal zu dem Kontakt und die neue E-Mail nicht oder eben schon. Wenn du sagst, die E-Mail gehört immer zu Sandra Gehmeier, dann musst du diese E-Mail-Adresse kopieren, zum Kontakt gehen, den Kontakt bearbeiten und als zweite E-Mail-Adresse hier hinterlegen, speichern. Dann werden ab sofort alle E-Mails, die mit dieser E-Mail-Adresse abgesendet wurden oder empfangen wurden, dem Kontakt Sandra Gehmeier zugeordnet. Auch rückwirkend, auch wenn diese E-Mail-Adresse vor 2 Jahren dir eine E-Mail geschickt hat, wird sie jetzt zu diesem Kontakt zugeordnet. Genau, so funktioniert die ganze E-Mail-Zuordnung. Das heißt, wenn etwas nicht zugeordnet wurde, dann kannst du das hier über Kontakt zuordnen machen. Das passiert aber dann nur mit dieser einen E-Mail. Wenn du ständig möchtest, auf Dauer möchtest, dass diese E-Mail-Adresse zu diesem Kontakt zugeordnet wird, dann solltest du die E-Mail-Adresse beim Kontakt hinterlegen. Genau. So schaut die E-Mail-Zuordnung aus. Sie funktioniert sehr, 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 sehr gut. Wir verbessern die auch ständig, aber grundsätzlich gibt es aktuell so gut wie keine Probleme, wo es eben nicht zugeordnet wird. Auch bei Google, ob das jetzt gmail.com oder googlemail.com heißt, das ist ein und dieselbe Adresse für uns. Auch das wird berücksichtigt. Das heißt, da gibt es keinen Unterschied. Die musst du nicht zweimal hinterlegen. Und ja, sollte irgendwas sonst noch nicht bei dir passen oder sagen, hey, du weißt noch nicht, warum das nicht funktioniert oder du hast da irgendwie einen Fall gefunden, der nicht funktioniert oder, dann schreib uns wie immer hier rechts unten eine Nachricht. Wir schauen uns das dann gerne an und verbessern dann gerne die Software. So, das wollte ich sagen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald.